wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Market Roundup. KW7 sind wir mittlerweile schon. Das heißt, wir sind schon ein ganzes Stück im ersten Quartal vorangekommen. Das zeigen auch die Quartalszahlen. Viele spannende Quartalszahlen, die vergangen sind, aber tatsächlich auch viele spannende Chancen, die eventuell diese Woche kommen. Ich habe heute mal so ein paar Chartbilder mitgebracht und wir werden später merken, das münzt sich immer mal wieder so in dem gleichen Chartbild, was eher bei vielen einzelnen Aktientiteln auf tendenziell positive Trends zurückblicken lässt oder eben auch in der Zukunft darauf hinweist. Wir gehen sie gleich mal durch, ihr werdet später ein Muster erkennen. Vorher wie immer ein kurzer Blick einmal auf das Thema, was war so los an den Aktienmärkten? Und wir wisst ja, wir starten immer mal mit einem kurzen Blick auf den DAX. Und wir haben uns die letzten Tage, glaube ich, zusammen etwas freuen können, zumindest für alle, die in irgendeiner Form investiert sind oder vielleicht auch aktiv Trades eingegangen sind. Denn der DAX hat jetzt mal nachhaltig über diesen 17.000 Punkten geschlossen. Das heißt nicht, dass wir nicht wieder unter die 17.000 Punkte rutschen. Wir sehen es nämlich unten. Wir sind schon wieder bei 16.925. Aber man sieht es oben. Wir haben immerhin ja mal zwei, drei Mal über den 17.000 Punkte Marken schließen können. Und das bedeutet, die Marke ist zumindest mal gesetzt. Was wir allerdings sehen, ja, wir konsolidieren hier weiterhin auf diesem hohen Niveau oben. Das heißt, wir haben wirklich weiterhin so eine Kompressionsphase und das zeigt tatsächlich auch so ein bisschen der RSI hier unten. Ich habe ihn mal mitgebracht. Er zeigt uns ja im Kern immer an, wann ist tendenziell eine Aktie oder ein Index im überverkauften oder überkauften Bereich. Das heißt, wann schlägt es tendenziell aus in eine Richtung, bei der man sagt, okay, jetzt könnte der Markt eventuell mal in eine andere Richtung drehen oder auch konsolidieren. Wir haben das ganz gut gesehen nach dieser Rallye hier, die natürlich hier hochgelaufen ist. Im Dezember, wir waren dann in einem sehr stark überkauften Bereich und haben aber tatsächlich, obwohl wir keinen Rückgang des Kurses hatten, durch diese Konsolidierungsphase mittlerweile einen Bereich erreicht, wo wir uns in einem erhöhten, aber tatsächlich noch passablen Bereich, zumindest laut RSI, betreffen. Das heißt, diese Konsolidierung, die hat dem Markt zumindest ganz gut getan und tut auch dieser Überhitzung tendenziell ganz gut. Also weiterhin eher Beständigkeit im DAX. Im S&P 500 ist das Bild ein bisschen anders, denn tatsächlich haben wir hier jetzt auch mal über den 5000 Punkten geschlossen. Das auch mal so als neue Chartmarke. Man kann das mal gut durchlesen, wann der S&P 500 1000, 2000, 3000, 4000 und 5000 Punkte erreicht hat. Das ist ganz spannend, denn natürlich auch hier greift wieder eine gewisse Form des Zinseszinseffektes und die höheren Chartmarken werden immer schneller erreicht. Wir sind aber weiterhin auch hier, muss man sagen, in einem deutlichen Aufwärtstrend. Hier zeichnet sich noch keine Konsolidierung, zumindest im Chartbild, ab. Wir sehen hier unten, wir sind in so einem leicht überkauften Bereich. Da steht jetzt weiterhin wirklich im Fokus, ja, was die nächsten Inflationsdaten und dann auch die Zinsen bringen werden. Inflationsdaten kommen jetzt raus. Zu Zinsen ist eigentlich ziemlich viel gesagt und auch sonst erst Ende der Woche wieder weitere größere makroökonomischen Wirtschaftsdaten. Das heißt, zwischenzeitlich im Fokus insbesondere Quartalszahlen der Aktien und die hatten es in der letzten Zeit in sich. Das heißt, diese Volatilität der einzelnen Aktientitel, die ist aktuell sehr, sehr deutlich zu spüren. Ist spaßig für Leute, die gerne auch mal rechts und links traden, ist aber natürlich auch ein deutliches Signal, dass nicht sehr viel Sicherheit im Markt aktuell gegeben ist und dass einzelne Aktientitel hier doch auch für Überraschungen sorgen können. Auch nochmal mitgebracht diese Woche den Nasdaq Composite. Wir gucken uns ja gerne hier den Nasdaq 100 an, aber auch gerne mal den Nasdaq Composite. Und hier ist nämlich ganz spannend, diesmal hier im Wochenchart, dass wir uns unserem Hoch vom Oktober 21 nähern. Das bedeutet, ja, Allzeithochs sind hier wirklich im Fokus. Wir sehen es hier oben. Ein Ticken haben wir noch, also ein kleines Stück bis zum Allzeithoch ist noch zu gehen. Allerdings sehen wir auch hier einen deutlichen Aufwärtstrend, ähnlich zum S&P 500, aber noch deutlicher getrieben halt von den Chip-Aktien in letzter Zeit, die insbesondere nach den letzten Quartalszahlen auch von ARM, die wir uns gleich nochmal anschauen, sehr positives Momentum aufgebaut haben und dementsprechend die Technologieindizes nach oben getrieben haben, so auch den Nasdaq Composite. Wir sehen es also hier in Richtung Allzeithochs unterwegs, aber auch hier leicht überkauft im Bereich vom RSI, also weiterhin
sieht wir keine deutliche Übertreibung, aber wir sehen eigentlich einen soliden Aufwärtstrend, der aber natürlich schon ja, heiß gelaufen ist, kann man so sagen, in den letzten Wochen und Monaten. Gehen wir weiter auf die Zinsseite. 10-jährige Bundesanleihen und tatsächlich zeichnet hier sich so ein ähnliches Bild ab, auch zum DAX. Das heißt, die Inflation sinkt zwar weiter und wir machen kleinere Schritte nach unten. Wir sehen aber, es ist noch ein Weg zu gehen. Also dieses etwas, ja, kann man sagen, die Sticky Inflation, also alles, was so ein bisschen an beständige Inflation noch da ist, das scheint sich gerade so ein bisschen zu bewahrheiten und das sieht man aktuell so ein bisschen auch in den Bundesanleihen. Denn ja, das Thema schnelle Zinssenkungen, dass es die eventuell nicht so geben wird oder wahrscheinlich nicht so geben wird, das hat der Markt so langsam verdaut. Das heißt, diese Kurve nach oben, die haben wir wieder genommen. Es ist so mittlerweile im Markt ganz gut angekommen, dass es das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter down wird und man konsolidiert sich also in diesem Bereich hier von ungefähr 2,1 bis 2,3, 2,4%. Man sieht es ganz ungut, die Fibonacci-Retracements zeichnen hier ein ganz gutes Bild. Deswegen haben wir hier auch die nächsten starken Unterstützungen ungefähr bei 2,15 und ja, nach oben hin, wie gesagt, bei ungefähr 2,4. Also auch hier in so einer Konsolidierungsphase. Ähnlich übrigens auch bei den 10-jährigen US-Treasuries, also dem Pendant in den USA. Auch hier ganz gut passend die Fibonacci-Retracements, also auch potenzielle Widerstände. Hier für den Kurs rein aus charttechnischer Sicht sehen wir hier ganz deutlich auch den Bereich zwischen ja, 4 und 4,2. Wir sind mal nach unten ausgeschlagen. Mittlerweile hat sich es aber auch hier oben ganz gut konsolidiert. Natürlich, Inflationsdaten werden jetzt da nochmal vielleicht Akzente setzen können, aber insbesondere natürlich die nächsten Aussagen auch der US-Notenbanker. Also man sieht auf der Zinsseite so eine grundsätzliche Konsolidierung und ja, wo man auch keine große Änderung, muss man sagen, sieht, ist aktuell in China beim Hang Seng. Der Abwärtstrend ist hier weiterhin intakt, kann man so sagen. Es gab hier so eine leichte Stabilisierung hier durch die letzten ja, Zuflüsse aus dem oder Stabilisierungsversuche der chinesischen Zentralbank. Das hat so ein bisschen Wirkung gezeigt. Also wir sind nicht in einem weiter abrauschenden Trend. Allerdings ja, sieht man auch, dass sich hier kein positives Bild zeichnet, zumindest charttechnisch nicht. Jetzt kommen die ersten Meinungen auf. Ende des Jahres möchte man vielleicht bei 20.000, 25.000 Punkten stehen. Das sagen zumindest jetzt einige Analysten aus China raus. Ob das dem so ist oder nicht, werden wir dann im Laufe des Jahres spätestens sehen. Aber man sieht halt ganz deutlich, das letzte Hoch lag hier bei ja, 22.000, 23.000 Punkten. Selbst bis 20.000 Punkte sind aktuell noch ein weiter, weiter Weg. Und China hat einige Probleme, mit denen man aktuell kämpfen muss. Das heißt, hier müssen deutliche Impulse auch gesetzt werden, um den Markt weiter zu stärken. Im Übrigen, ganz anders läuft es weiterhin beim Nikkei. Der ist weiterhin auf Kurs. Wir hatten ja jetzt diese Konsolidierungsphase, über die wir länger gesprochen haben, haben auch länger über den potenziellen Ausbruch gesprochen. Der kam dann tatsächlich mit der Rallye auch im US- und im europäischen Markt hier im Dezember, ist dann nach oben ausgebrochen und nähert sich tatsächlich jetzt immer stärker den Allzeithochs an bei rund 39.000 Punkten. Also wir haben noch so knapp 3%, die der Index schaffen muss, damit man die Hochs aus den 90ern quasi hier einmal erreicht wieder. Bis da, das ist auch so der nächste große, große Widerstand, kann man so sagen. Und dementsprechend befindet sich das Ganze hier weiter in einer sehr positiven Rallye. Zuletzt die Quartalszahlen von Alibaba waren nicht so positiv für den Markt. Das heißt, da gab es so ein bisschen Schwächelung in China. Beim Nikkei sieht man aber tatsächlich, dass die Exporte in Japan jetzt gerade die Wirtschaft antreiben. Wir hatten knapp 0,8% Wachstum im BIP. Also grundsätzlich positives Momentum für die Wirtschaft. Die nächsten Tage wird wahrscheinlich aber nicht so viel passieren. Wir haben jetzt Neujahrsfeste in China. Wir haben die Gründungsfeier auch in Japan. Das heißt, eher ruhiges Fahrwasser jetzt erstmal in den asiatischen Märkten in dieser Woche. Spannend wird es dann eher Ende der Woche auch in den europäischen oder in den amerikanischen Märkten. Ein kurzer Blick noch auf den VIX, also den Volatilitätsindex des S&P 500 in diesem Fall. Der, muss man sagen, ist weiterhin auf niedrigen Niveaus hier mal im Wochenchart mitgebracht. Wir konsolidieren unten hier auch bei diesem, ja, zwischen 12 und 14. Wir hatten zwischenzeitlich ja mal nach dieser Rallye nach oben diese leicht ansteigende eine Volatilität hier wieder, die auch im Markt eingepreist war. Allerdings sehen wir, dass wir eigentlich hier unten nicht wirklich vom Fleck wegkommen. Ich gehe mal ein Stück zur Seite.
Und wir sehen eigentlich, dass wir nur so eine ganz leichte Aufwärtstendenz in den einzelnen ja, Aktien eher haben. Man sieht diese sprunghafte Volatilität, die aber sich im Gesamtmarkt eigentlich nicht widerspiegelt. Also hier sieht man noch deutlichere Ruhe eigentlich in den großen Indizes. Also weiterhin niedrige Volatilitäten, aber mit einer leichten Aufwärtstendenz. Mal sehen, was da auch in den nächsten Wochen weiterhin passieren wird. Das heißt, bei den Indizes sieht es relativ beständig aus, auch zu den letzten Wochen, also weiterhin auf Kurs vieler neuer Hochs. Spannend ist es tatsächlich im Rahmen der Aktienmärkte, Einzelaktienmärkte kann man so sagen. Hier gab es einiges zu erleben in der letzten Woche insbesondere. Wir fangen mal an mit ARM und wir werden gleich uns mal auch die Chartbilder dazu einmal ansehen. Wie gesagt, wir starten mit der Aktie von ARM, also dem neuen Chip-Hersteller quasi oder neuesten Chip-Designer an der Börse. Im Herbst ist die Firma an die Börse gegangen, hatte danach so ein paar Probleme. Jetzt aber die ersten Quartalsergebnisse, die deutlich positiver waren, als der Markt das Ganze erwartet hat. Das heißt, es ging 60% für die Aktie nach oben. Ist ganz interessant, natürlich, wenn man jetzt auf das Chartbild blickt, und das tun wir an der Stelle nochmal, dann sehen wir, wähle mal hier ARM für euch aus. Dann sehen wir ja wirklich viel zu sehen und zu erleben, gibt es hier natürlich nicht. Die Aktie ist jetzt noch nicht allzu lange an der Börse. Also ein sehr skurriles Bild natürlich hier zu sehen. Man kann noch nicht wirklich was erkennen. Allerdings, ja, plus 60% und viel Fantasie natürlich als neuer Chip-Hersteller jetzt auch auf den Zug aufzuspringen, weil insbesondere das KI-Thema hier brennend war für den Markt. Morphosis. Ja, auch da kann man nicht so allzu viel zu sagen. Es gab ein Übernahmeangebot. Wir haben es in den letzten Monaten öfter gesehen. Große Pharmakonzerne kaufen etwas kleinere Biotech-Unternehmen auf. So jetzt auch bei Morphosis. Dementsprechend ist die Aktie deutlich nach oben gestiegen, weil man davon ausgeht, dass diese Übernahme auch durchgehen wird. 2,7 Milliarden soll sie kosten. Heißt auch hier ein deutlicher Sprung für die Aktie. Weiterhin spannend war es tatsächlich auch bei Palantir. Auch die gucken wir uns ja immer gerne, muss man sagen, an. Ich glaube jetzt zum dritten Mal und wir haben auch schon mal eine Einzelaktienanalyse hier zu Palantir gemacht. Und tatsächlich hat die Aktie weiterhin einen positiven Trend. Viele Aufs und Abs gehabt. Also wir sehen hier diese Zackenbewegung wirklich. Und dann haben wir über die längere Zeit auch ja diese etwas ja, groß gefasste Konsolidierung, muss man sagen, gehabt. Denn hier liegen eine ganze Menge an Kurs zwischen 14 und 20. Aber jetzt mit den letzten Quartalszahlen ist man dann doch deutlich nach oben ausgebrochen. Das heißt, wir sehen hier neue Hochs, zumindest für die letzte Zeit. Wenn wir aber auf einen bisschen längeren Zeithorizont gehen, dann sehen wir tatsächlich, ist noch ein bisschen was bis zu den wirklichen Hochs 2021 zu. Ja, einen Kurs gut zu machen. Das heißt, wir sind auf einem richtigen Trend, allerdings kommen jetzt hier rein charttechnisch einige Widerstände auf uns zu. Wir gehen weiter zu Walt Disney, denn auch dort gab es mal wieder positivere Quartalszahlen, solide Quartalszahlen. Man hat ja auch hier längere Zeit Probleme. Jetzt das Kreuzfahrtschiff, Freizeitparkgeschäft, all das wieder in einem positiven Trend, starkes Geschäft kann man so sagen und auch das Streaming-Geschäft läuft wieder besser an. Also grundsätzlich ein positives Gesamtbild, was sich hier gezeichnet hat. Auch das nochmal hier kurz gezeigt. Wir befinden uns dementsprechend mal wieder auf einem etwas positiveren Trend mit der Chance, auch hier aus dieser Seitwärtsphase, die sich in der letzten Zeit gebildet hat, eventuell mal auszubrechen. Man sieht es aber an der Stelle hier rechts ganz gut. Wir haben einige Widerstände, die dazu gebrochen werden müssen. Ja, und da wird natürlich so ein bisschen was insbesondere fundamental auch zur Verfügung oder muss fundamental was Gutes gezeigt werden vom Unternehmen. Allerdings wirkt letzten Quartalszahlen positiv, ähnlich positiv lief es übrigens auch bei Spotify. Auch hier mal bessere Quartalsergebnisse als gedacht, insbesondere weil das Non-Advertising-Business, also das Subscription-Business, das klassische Abonnementgeschäft, besser lief als gedacht. Man hatte einen deutlichen Zuwachs von Nutzern, die auch wirklich zahlen. Und dementsprechend hat sich das operative Geschäft jetzt in ein positives Geschäft gewandelt. Also wir haben mal ein positives operatives Ergebnis erzielen können. Und das ist bei Spotify lange Zeit zumindest nicht so ja, schnell gedacht worden, beziehungsweise hat man lange Zeit ja auch ein bisschen gedacht, okay, kann man mit diesem Geschäftsmodell wirklich überhaupt Geld verdienen? Jetzt zeigt sich zumindest ja, ein etwas positiverer Trend.
Und das übrigens auch ganz gut, ich habe ja das mal nachgezeichnet als erster Hinweis. In diesem Rahmen zeigt sich hier ein ganz gutes Symbol aus einer sogenannten Untertasse rein charttechnisch. Und diese Untertasse hat sich jetzt hier durch die letzten Quartalsergebnisse sehr schön ausgemalt. Und man sieht, ja, jetzt sind die Höchstkurse und Widerstände 2021 im Fokus. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr starken Widerstand, in dem wir uns gerade befinden, wo wir so leicht durchgebrochen sind nach den Quartalszahlen, jetzt wieder etwas konsolidieren. Auch typisch für dieses Chartbild, wenn weiterhin der Trend positiv ist, was jetzt zumindest die Quartalszahlen erstmal suggeriert haben, dann sieht man, hat man ungefähr 25% bis zum nächsten Widerstand. Das heißt, eine ganze Menge an Kurs, der dort gut gewacht werden kann. Allerdings sehen wir hier unten, wir haben auch eine positive Rallye natürlich verzeichnen können und sind deshalb so leicht im überkauften Bereich. Das heißt, auch hier könnte es potenziell noch etwas an Konsolidierung geben, aber der Weg ist zumindest frei zu neueren Höchstkursen oder Hochs, kann man so sagen, für die zumindest kurzfristige Vergangenheit. Es gibt tatsächlich aber noch ein paar mehr Quartalszahlen, das heißt, ich springe nochmal zurück. PayPal, ja, auch im Fokus gerne des Marktes, hat groß angepriesen, dass ja, sie den Markt schocken werden mit großen News. Es gab viel zu erzählen rund um das Thema, wie das Geschäft sich weiterentwickeln wird. Mehr oder weniger kam aber nicht so wirklich viel dabei rum. Leichte Verlangsamung des Wachstums, dieser große Knall, den der Markt erwartet hatte, der hat auch gefehlt und das hat sich dann, wie gesagt, auch im Kurs widergespiegelt. Also ja, die Aktie hat so eine kurze Euphorie quasi hinter sich gehabt. Das sieht man ganz gut, wenn man hier mal auf den Tageschart geht. Also man sieht es, so eine leichte Euphorie, die sich hier angepreist hat und ja, dann wieder zurückgesackt ist. Das heißt, PayPal weiterhin mit eigentlich solidem Geschäft, aber weniger Wachstum, dementsprechend aktuell auch weniger Fantasie an der Börse. Jetzt wird sich zeigen, ob dieser große Knall, der angepriesen würde, denn noch kommt. Nächste Aktie, die auch ganz spannend war, insbesondere für die Deutschen. Die Deutsche Bank, ja, hat auch minus 10% verloren. Denn ja, diese Gewerbeimmobilienkrise aus den USA zeigt sich so langsam auch bei unserem deutschen Bankhaus. Wir haben große Gewerbeflächen, die immer noch mit viel Leerstand verbunden sind. Wir sehen zwar an verschiedenen Stellen jetzt auch, dass viele Online-Dienste selektiv einzelne Läden kaufen, aber große, breite Gewerbeflächen sind immer noch frei. Das hat zuletzt ja, große Banken in den USA getroffen. Auch da gab es Downgrades, das heißt, auch da wurden die Kreditwürdigkeiten der Unternehmen etwas heruntergestuft. Jetzt zeigt sich auch im deutschen Bankhaus und ja, mal gucken, wie da die Krise potenziell weitergeht und wann sich der Markt dort stabilisiert. Auch hier wieder natürlich mit deutlichem Fokus auf die Zinslast und dementsprechend auch auf ja, die Entwicklung der Immobilienpreise. Zuletzt haben wir unten noch Snapchat. Und Snapchat ist so ein kleiner Sonderfall und deswegen gehe ich doch nochmal rüber hier in den Chart. Denn bei Snapchat sieht man ganz gut ein etwas besonderes Beispiel. Und zwar ist Snapchat immer gut dafür, dass man nach den Quartalsergebnissen fallende Kurse sieht. Wir hatten ja zuletzt die Quartalszahlen von Meta, also Facebook, mit deutlich positiven Trend und dementsprechend hat man gewartet, okay, das schlägt sich vielleicht auf den ganzen Markt um. Hat es nicht getan. Auch bei Pinterest gibt es leichte Probleme, aber bei ja, Snapchat scheint sich so langsam ein Trend abzuzeichnen, muss man sagen. Also immer hier unten sieht man die Quartalsergebnisse in diesen ja, kleinen Bupseln hier unten. Und da an der Stelle sieht man auch, ob die tendenziell über den Erwartungen lagen oder nicht. Was man aber nicht sieht, wie die Erwartungen für die Zukunft sind, also die Prognosen der Unternehmen für die Zukunft. Und wenn ich jetzt hier mal so drüber gehe, dann sieht man ganz gut, ja, dass die Aktie gerne mal ein paar Prozent verliert, wenn denn Quartalszahlen kommen. Also man hat es hier im Mai gesehen, man hat es hier im Juli gesehen tatsächlich, man hat es hier im Oktober gesehen. Jetzt muss ich mal auf etwas größere Skalierungen gehen. Also man hat es hier im Oktober gesehen, man hat es tatsächlich auch hier im Februar gesehen, auch da ging es dann wieder bergab. Im Mai und im April ging es wieder deutlich bergab, im Juli ging es deutlich bergab.
Ein bisschen weniger starke Bewegung haben wir im Oktober gesehen, aber tatsächlich jetzt wieder im Februar mit einem deutlichen Absacker. Wie gesagt, hier auch so ein bisschen die Euphorie des Marktes mit eingepreist, die Euphorie rund um das Thema Quartalszahlen von Meta. Jetzt ging es wieder deutlich zurück. Also Snapchat-Quartalszahlen scheinen tatsächlich immer so ein kleines Problem zu sein. Und ja, das war auch tatsächlich ähnlich jetzt so bei den aktuellen Quartalszahlen. Die Erwartungen wurden verfehlt. Auch das Wachstum in der Zukunft lag unter den Erwartungen. Der Werbemarkt macht dem Unternehmen immer noch zu schaffen und es zeigt sich ein ähnliches Bild auch, was wir bei Google gesehen haben. Das heißt, die Großen scheinen vom Werbemarkt weiterhin zu profitieren, aber die kleineren Player am Markt, dort hat man etwas Probleme, die Plattform zu monetarisieren. Was steht uns diese Woche noch bevor? Wir haben tatsächlich einiges quasi an Quartalszahlen, insbesondere auch von kleineren Technologiefirmen, aber auch von großen Urgesteinen, oben Shopify, Coca-Cola, Airbnb, Robinhood. Das heißt, durchwachsen heute am Dienstag. Wir haben Cisco noch, wir haben Twilio als kleineres Tech-Unternehmen, ebenso wie HubSpot. Kraft Heinz als größeren Dividendenzahler, auch zum Ende der Woche noch viel Bewegung drin. Und tatsächlich zeigt sich hier bei einigen Bildern, einigen Unternehmen ein etwas ähnliches Bild. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal wieder auf die Charts. Und wir gucken uns hier aktuell den Chart von Shopify an. Und was man hier ganz gut sehen kann, ist wieder diese Formation, über die wir gerade eben gesprochen haben, bei Spotify. Und zwar sehen wir hier wieder eine Untertasse, die sich ausbildet mit einem potenziellen Hoch zum nächsten Widerstand, was ungefähr bei 24% liegt. Das heißt, bei Shopify ist zumindest das Potenzial da, wenn man durch die Quartalszahlen hier ja, diesen Widerstand durchbricht, den Weg nach oben zu finden. Tatsächlich waren die letzten Quartalszahlen von Shopify auch grundsätzlich eher positiv. Daher auch so ein bisschen der Anstieg, den wir hier zuletzt gesehen haben. Also man lag immer über den Erwartungen. Spannend wird es jetzt also auch bei den nächsten Quartalszahlen. Und wer trading-affin ist, kann sich das Ganze zumindest nochmal etwas genauer ansehen und auch nochmal auf die potenziellen Erwartungen hier für Shopify schauen. Ein ähnliches Bild sieht man tatsächlich dann auch wieder bei HubSpot, also dem nächsten Technologiekonzern. Die sind schon ein kleines Stück weitergelaufen. Also man sieht auch hier wieder die Ausbildung der Untertasse. Wir sehen etwas die Konsolidierung, also eine Untertasse mit Henkel, was ein noch stärkeres Signal ist, kann man eigentlich so sagen, was sich hier ausgebildet hat. Und ja, man sieht auch schon den leichten Ausbruch, der hier gekommen ist oder hier sich gerade zeigt. Tatsächlich sind es bei am HubSpot 40% bis zum Hoch, das wir hier im Oktober 21 gesehen haben. Das heißt, auch hier bei positiven Quartalszahlen könnte ja ein Weg nach oben frei sein. Hier insbesondere halt bis 40% bis zum letzten großen Widerstand oder bis zum letzten großen Hoch. Das heißt, das Chartbild der Untertasse, das scheint sich aktuell natürlich durch den Gesamtmarkt so ein bisschen zu verfestigen und auch bei einigen Unternehmen hier auszuprägen. Das heißt, hier nochmal einen Blick auf die Quartalszahlen werfen, aber das könnte potenziell vielleicht spannend sein. Es kann natürlich auch immer in die genau andere Richtung laufen. Ein letztes Bild, was auch noch ganz spannend ist, diesmal keine Formation der Untertasse, aber hier bei Airbnb bildet sich so ein kleiner Keil aus, getrieben durch die letzten ja, Bewegungen über. Ja, seit Oktober letzten Jahres kann man eigentlich sagen, oder vorletzten Jahres muss man mittlerweile ja sagen. Also auch hier so leichte Schwankungen, die sich aber nach oben hin münzen. Auch hier wieder zwei Widerstände, einen, an dem man sich gerade befindet, ein weiterer, der dann ungefähr ja, 18% entfernt ist. Das heißt, Quartalszahlen hier könnten tatsächlich tendenziell bei den dreien Unternehmen auch sehr sprunghaft sein. Das wird uns alles ereilen oder wir wissen mehr zum Mitte der Woche. Am Donnerstag werden wir uns dann nochmal den Rest der ja, Quartalszahlen, die anstehen, ansehen und nochmal auch hier die Chartbilder analysieren. Ansonsten haben wir natürlich zum Ende der Woche noch ein paar Daten und Fakten. Wir haben ja, Inflationsrate in den USA, die heute ansteht. Wir haben Inflationsrate in Großbritannien. Das ist das, wovon ich am Anfang insbesondere gesprochen habe. Aber zum Ende der Woche kommen dann auch tatsächlich Wirtschaftsdaten, makroökonomische Daten, die natürlich auch wieder spannend werden für das etwas größere Bild. Ansonsten, was steht bei uns diese Woche an? Hier muss man sagen, haben wir am
Heute Abend, Dienstag, den Teil 9 unseres Strategiekurses Aktien. Das heißt, hier werden wir uns das Thema Optionen weiter ansehen. Das muss man sagen, steht hier aktuell noch der 1.2., aber es ist beides der 15.2. Also Barrick Gold werden wir uns ansehen. Eine Aktie, die eigentlich immer sehr, sehr stark am Goldpreis auch geknüpft war, zuletzt aber eher Probleme hatte. Wir werden uns das Unternehmen also ein bisschen genauer angucken und gucken, bestehender Turnaround-Potenziale. Viele Analysten sehen das, das heißt, wir werden es mal unter die Lupe nehmen und dann nachmittags natürlich in der Aktienwerkstatt auch mal in den generellen Kontext zu Gold- und Silberunternehmen setzen. Damit sind wir ja für diesen Start wieder für diesen Start der Woche quasi wieder da. Michael, du hast übrigens vollkommen recht, das heißt auch Tasse mit Henkel, das kann man natürlich auch machen. So ist es zumindest ein etwas schöneres Bild. Genau, das so zum Ende der Woche und wir hören uns bis dahin.